Mist, da habe ich doch glatt was ganz Entscheidendes vergessen. Ich habe zwar zwei Krallen deponiert bei der Torwache in dessen Truhe, um ihn des Diebstahls zu bezichtigen, aber das klappt natürlich nur, wenn ich jeweils eine Kralle in den Truhen der beiden deponiere, wo ich gerade Dinge rausgenommen habe. Das habe ich glatt vergessen vor lauter Aufregung. Ob ich das noch schaffe, bevor der Morgen graut, ich denke schon, hier schnell reingerannt bei der Händlerin. Da liegt sie in ihrem Bett. Rübergeschlichen zur Truhe. Eine Kralle reingelegt. Und jetzt rauf zu, wo war der andere? Ach, das war genau, das war der um die Ecke. Das war der bei den Setzlingen. Zu dessen Truhe muss ich auch noch hin. Mich einer, ich denke nicht. Sollte eigentlich funktionieren. Da liegt er auf seinem Bettchen. Die Truhe ist da hinten. Eine Öllampe mit als kleine Belohnung. Und das war's. Ja, sehr schön. Dann laufe ich jetzt mal hoch zu Alrik. Mal schauen, wie schnell der Plan jetzt auch von ihm. Er muss ja auch noch was machen, eine Nachtwache. Dumm-di-dumm. Weil er ist ja jetzt derjenige, der den Rest des Planes durchführt. Alles für diese unbekannte Frau da auf der Insel, bei der ich irgendwie aus irgendeinem Grund, den ich selbst nur so halb kapiert habe. Wo ist Alrik? Hier um die Ecke ist Alrik. Na, wo war denn nochmal Alrik? Ist das das Haus von Alrik? Wer treibt sich denn hier herum? Ich habe das Zeug in Drocks Truhe verstaut. Hast du auch die Krallen deponiert, wie ich es dir aufgetragen habe? Natürlich. Ja. Ausgezeichnet. Wie geht es weiter? Zunächst einmal hätte ich gerne meinen Schlüsselbund wieder. Von mir aus. Gut. Und jetzt kommt mein Part. Ich werde Cormac stecken, dass Drock ein Dieb ist und Katha zu Unrecht verbannt wurde. Am besten rede ich mit ihm allein. Wir wollen ja nicht, dass unser abgekartetes Spiel auffliegt. Warte hier, ich bin gleich zurück. Gute Neuigkeiten. Hat es geklappt? Ja, er war richtig aufgebracht, weil er sich einen Fehler eingestehen musste. Katha wird schon bald wieder hier sein. Cormac hat gleich einen Boten losgeschickt. Und was ist mit Drock? Den sehen wir nicht wieder. Cormac hat ihn ohne Umschweife in den Wald jagen lassen. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Sehr schön, klasse. Da stellt sich nur eine Frage. Wer nimmt nun Drocks Posten am Tor ein? Na rate mal, wer ist denn bald wieder zurück? Katha wird sich schon bald am Tor einfinden und eine bessere Wache abgeben, als er es jemals war. Definitiv. Und das alles hat sie mir, also uns, zu verdanken. Such sie bald mal auf, wenn du Zeit hast. Sie wird sich sicher erkenntlich zeigen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ja, raus. Schnell ja, verlassen, bitte? Bevor die anfangen zu motzen, ganz ruhig bleiben. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis die Guteste am Tor angelangt ist, aber wir wollen mal schauen. Manchmal läuft das ja in dieser Welt ganz, ganz schnell, dass von einem geäußerten Gedanken hin zu dessen Umsetzung nur eine Spielminute zu vergehen scheint. Runter zum Tor gelaufen.
Und mal schauen, wer dort steht. Siehe da. Also, ich habe wirklich das Gefühl, das ist eine ganze Klonbande von Frauen, die hier überall bei den Berserkern herumlaufen und sich, die sehen aus wie ein Ei dem anderen. Cormacs Eskorte hat mich erreicht. Ich stehe tief in deiner Schuld. Es war Alrics Plan. Ja, aber er hat ihn sicher nicht ausgeführt. Dafür ist er viel zu vorsichtig. Damit bist du es, dem ich zu verdanken habe, dass ich nicht mehr im Dreck schlafen muss und genug zu essen habe. Ja, da ist was dran. Das Beste an der Sache ist, dass das miese Schwein Drog aus dem Weg geräumt wurde. Das wäre echt ein fieser Typ. Mehr habe ich leider nicht. Im Exil verdient es sich schlecht. Außerdem gebe ich dir ein Kleinod mit, das dir noch von Nutzen sein wird. Mhm. Wenn es soweit ist, wirst du wissen, was ich meine. Interessant. Danke. Katas Kralle. Sehr seltsam. Was wirst du jetzt tun? Ich verrichte meinen Dienst am Tor und werde mich gut mit den Warlords stellen. Außerdem habe ich hier und da noch unerledigte Geschäfte, denen ich nachgehen muss. Hm. Bei Kampf 3 könnten wir gucken, ob wir eine neue Quest uns holen. Haben wir aber nicht. Tu das. Werde ich. Mach's gut. Schön. Sehr gut gelaufen. Jede Menge neue Erfahrungspunkte dazu bekommen, aber es reicht, glaube ich, noch nicht aus, um auch in Kombination mit möglichen Lernpunkten hier tätig zu werden. Na, das nicht. Immerhin, wir haben jetzt um die 60%, das kann man leider nicht so gut erkennen, bis der Balken hier voll ist und die nächste Stufe kommt. Die Frage, was machen wir jetzt? Ach, ich habe schon einen Plan. Etwas, wovon ich zwei Dinge, die wir seit langer Zeit aufschieben, denn die eine Sache ist sogar schon sehr, sehr lange. Zuerst will ich mir einen Gefährten wieder suchen an meine Seite. Da sind alle drei, die mich derzeit begleiten. Hat einer von ihnen vielleicht eine neue Aufgabe für mich? Das scheint nicht der Fall zu sein. Raider schuft auch nicht, sonst hätte er mich gleich angehauen. Ach, Falk, ich hab dich so vermisst. Mitkommen. Natürlich. Erinnert ihr euch, seit Ewigkeiten geht es darum, dass wir ganz im Nordwesten, in dieser neutralen Siedlung, da hatten wir ja Geld gespendet an einen Bettler, mehrfach, der uns dafür das Blau vom Himmel herunter versprach. So, nochmal schauen, der sagt ja jedes Mal, am nächsten Tag wiederkommen, bitte wiederkommen. Ob das jetzt, Warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Ja, ich denke schon. Hat er vielleicht einen der Steckbriefe? Und wenn es so wäre? Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Man munkelt, du hättest einen Steckbrief von Ray. Na und, was heißt das jetzt? Bedrohen oder kaufen? Mal schauen, wie viel das wäre. Ich kauf dir Rays Steckbrief ab. Na schön, dann zahlst du aber die volle Summe von 1000 Elexit. Also exakt das, was auf dem Steckbrief sicher steht. Nicht. Schlechter Deal. Tja, dann eben nicht. Ja, dann halt Anlass. Gib mir Rays Steckbrief und ich lass dich am Leben. Das ist ja endlich mal ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann. Erstmal abhauen. Ich zerquetsche ich. Weil wir das hier machen wollen. Achtung! Der Tod von Bombi wird die Geschichte verändern, was für Namen. Entschuldigt, ich lache nicht über dessen Tod. Ich lache nur über den Namen. Elixit, Bolzen, Roy's Steckbrief, der vierte und Erfahrungspunkte. Das heißt, irgendjemand wird uns wahrscheinlich sagen, Bombi, den hättest du am Leben lassen sollen, oder wo ist Bombi, oder irgendwas in der Art. Wir wollen, auf jeden Fall, vierter Steckbrief ist eine coole Geschichte. Entschuldigt bitte, dass ich so salopp über den Tod hinweggehe, aber diese Outlaws, die sind mir nicht so richtig ans Herz gewachsen, muss ich gestehen. Hallo, schön dich zu sehen. Weitergehen. Ja, du mich auch. Irgendwo da hinten lümmelt doch immer dieser, da vorne ist da dieser Bettler rum. Mal gucken, ob er jetzt endlich das hat, wofür wir ihm die ganze Zeit Geld geben. Da
Da bist du ja. Ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Klasse. Meine Leute haben ein Geschäft aufgetan, super, das das Alte um ein Vielfaches in den Schatten stellt. Angeblich geht es um den Prototyp einer neuartigen Rüstung oder sowas. Genau weiß ich das nicht. Alles, was sie verlangen, ist eine weitere Anzahlung des Vertrauens. Ich glaube, der verarscht uns. Das ist doch die typische Art und Weise, wie man geködert wird. Man kriegt irgendwann mit, man wird anscheinend verarscht, aber man neigt dann dazu, dem guten Geld böses Geld hinterher zu werfen. Das heißt, nee, umgekehrt, dem bösen Geld gutes Geld hinterher zu werfen oder wie auch immer. Man denkt sich, man sagt sich auf jeden Fall, ja, ich habe ganz viel Splitter oder Geld jetzt schon verloren. Es gibt vielleicht die schwache Hoffnung, das noch zurückzubekommen. Ich gucke nur auf den Betrag, den ich jetzt zahle. Eventuell bekomme ich dadurch den größeren Betrag zurück. Ist das logisch? Man könnte natürlich auch sagen, ja, dann lieber Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wir steigen jetzt aus, verzichten auf das, was wir investiert haben. Dafür müssen wir in dieses Fass ohne Boden nicht immer mehr reinwerfen. Ich mache es ein letztes Mal. Und das werde ich mir auch beim nächsten und bei jedem weiteren letzten Mal sagen. Gut, aber das ist das letzte Mal. Es gibt keinen Grund, misstrauisch zu werden. Das ist ein todsicheres Ding. Klar. Du kennst ja das Prozedere. Ich werde ein paar Stunden brauchen, um das Geschäft abzuwickeln. Natürlich. Wir sehen uns morgen. Klasse, dann komme ich wieder und lass mich von dir melken. Diese neuartige Rüstung, dieser Prototyp, heißt die eventuell auf den Namen Bitcoin? Hört die auf den Namen Bitcoin? Ich weiß es nicht. Ist nur so ein Verdacht. Was wir jetzt machen werden, Falk, hier haben wir, glaube ich, nicht viel zu tun. Wir haben noch eine sehr, sehr spannende Quest vor uns. Eine richtig spannende Quest. Und zwar die, wo uns eine neue Erkenntnisse, nein. Das war nicht bei den Gefährten, das war bei den Hauptmissionen, wo uns unsere eigene kleine Siedlung winkt. Hier, die Macht der Mitte. Es gibt in der Mitte aller Länder eine strategisch günstige Siedlung, ein Lager, eine Festung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das könnte mir bei meinen Unternehmungen gut als Stützpunkt dienen. Ich sollte versuchen, die dort ansässigen Menschen davon zu überzeugen, für mich zu kämpfen. Schauen wir uns gleich mal auf der Karte an. Und es ist direkt um die Ecke. Da müssen wir nur hinrennen. Weit und breit, kein Teleporter. Da müssen wir ein Weilchen laufen. Das mache ich aber gerne. Das ist, glaube ich, so eine kaputte Straße hier, ne? Das heißt, hier rennen wir raus, Teleporter entlang, reisender Händler in die Richtung Ostenstraße hier lang oder hier unten rum. Wie auch immer. Schaffen wir schon. Falk, bitte mitkommen. So, und dank unserer Hightech-Sonnenbrille sehen wir ja auch, wo die Bestien sind. Das letzte Mal, als wir hier waren, sind da teilweise übel verdroschen worden von ein paar dieser Monster. Mittlerweile sind wir allerdings viel, viel besser bewaffnet. Da unten ist, glaube ich, so ein kleiner Seerosentümpel. Holen wir uns die eine oder andere Seerose noch mit. Sehr seltene Pflanzen. Hinten ist ein einzelner Beißer. Auch dem gehe ich mal aus dem Weg. So, hier geht es raus. Das ist die Straße. Blick auf die Karte. Genau, hier macht die Straße eine Krümmung. Den Weg gehen wir lang. Ja, diese Straße war mal in einem besseren Zustand. Irgendwann mal, da bin ich mir ganz sicher. Da ist eine Pflanze am Wegesrand, die will ich nicht links liegen lassen. Oh, war doch keine. Ja, wenn ich so einen kleinen Container sehe, dann denke ich mir, na, wer weiß. Vielleicht gibt es hier irgendwas zu erbeuten. Asselfleisch. Immer wertvoll, können wir immer nutzen. Habe ich die gerade schon geplündert, die Assel? Mit einem Doppelklick? Anscheinend.
sonst hier nichts, was wir auflesen können. Üblicherweise gibt es doch hier... Oh, Seerosen. Gibt es doch hier irgendwo auch Metallschrott? Interessante Kulisse. Findest du? Ja. Da vorne ist noch eine Seerose. Und was ist das da? Kann ich die pflücken? Nein. Ach, das ist ja interessant. Man sieht mal wieder die Hand vor Augen nicht. Wo führt das hin? Schreck. Oh, was für ein Riesenmonster da hinten. Den brauche ich nicht zwingend. Patschnass mal wieder geworden. So, hier sind wir jetzt. Da müssen wir hin. Also die Straße noch ein Stückchen weiter in die Richtung. Wohin führt denn der andere Weg? Achso, der... Straße kreuzt sich. Das da hinten sieht aus wie eine Pflanze, die ich mitnehmen kann. Mächtige Heilpflanze, mächtig willkommen. Der Morgen graut allmählich. Nee, es sind noch die letzten Nachtstunden hier. Alpgleiter. Jedes Mal unheimlich. Ist das ein Tunnel? Da hinten ein Feuer? Interessante Gegend hier. Sehr interessante Gegend hier. Und sehr interessante Pflanzen hier auch. Das hier leuchtet. Und hier ist irgendwo ein Tier. Was denn für eins? Ein Schakal. Sollen wir unten durch den drüber? Durch den Tunnel durch? Sollen wir oben drüber hopsen? Wir kommen mal oben drüber, oder? Das ist hier, ist das, ach, das ist, das führt nicht durch. Das war mal ein Tunnel. Wir können auch einfach weiter Richtung Süden immer laufen. Die Händler ignorieren wir. Aber das muss ich mir natürlich aus der Nähe anschauen. Oh, wie schön, wir können bis zum Morgengrauen gleich ein Nickerchen machen. Das heißt, wir können auch durchaus unsere Energie zum Beispiel raushauen. Zuerst töten wir die... Ne, wir machen erstmal die Truhe auf. Zu einfach. Und was ist drin? Elixid, kleiner Heiltrank, nehmen wir alles mit. Eine Pestratte, ach komm. Ich bin direkt hinter dir. Schieß mal drauf. Mach du mal den Rest. Oh, das war's schon. Nicht auch neugierig. Was ist denn da hinten? Ach, ein toter Feldarbeiter. Oh je. Ich habe den nicht getötet. Der war vorher schon tot. Was ist denn hier alles? Was für gruselige Musik. Was für ein interessanter Ort hier, in den wir hier reingestolpert sind. Betten, hier ist noch irgendwo so an dieser Pestratten. Hubert.
Ich wette, das ist auch ein Fleckchen, wo uns irgendwie eine Quest mal hinschicken könnte. Guck mal da noch weiter durch. Ja. Da drüben. Das ist ein echter kleiner Dungeon hier. Elex, 2 reines Elex, tote Farmerin. Hier müssen furchtbare Dinge passiert sein. Ich mach doch mal so eine Metallfackel an, oder? Falk, bisschen gruselig. Wir beide hier in einem Dungeon unterwegs. Spannend, oder? Finde ich auch.